Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay. Mal wieder von mir selbst gespielt, einem weiteren Panzer Ass. Ich bringe nur die schönen Replays, ja, ich brauche mal ein paar Wochen, um ein schönes Replay zu haben. Wir sind hier auf der neuen Karte Außenposten und ich bin mit meiner ISO 152 unterwegs. Ein wunderschönes Gerät. Und wie ihr seht, habe ich unten verbesserten Zielkreis, Ansetzer und Waffenrichtantrieb und die Direktiven tatsächlich sogar noch drin für den verbesserte Zielkreis, Dingsbums, bam, bam, bam. Und ja, das mit dem Replay kein Sound, das kann ich nicht fixen, keine Ahnung, woran das liegt. Ich dachte mir jetzt hier, okay, ich will eigentlich nicht drüben sitzen und langweilig irgendwelche Hügel anscopen, deswegen, dafür ist der Panzer auch nicht so gut gemacht, obwohl ich ihm jetzt hier eine verbesserte Zielführung gegeben habe, so hieß das, und die Direktive. Das ist aber nur, weil er sonst wirklich, wirklich derpy ist und ich das halt ein bisschen ausgleichen wollte. Also die Kanone ist halt echt problematisch, wenn man die, sag mal, normal lässt. Da hat sie, glaube ich, eine ziemlich ungünstige und einfach nur schlechte Genauigkeit. Dass der T-44 damit einfach hochfährt, ist ein bisschen ein Problem, aber noch nicht für uns. Also ich dachte mir jetzt jedenfalls erstmal, ich stelle mich mal hier in die Ecke, da wo die Heavys normalerweise rumpushen, stelle ich mich mal hin. Ich habe hier einen T-103, der schon mal vorfährt. Ich wollte eigentlich jetzt hier ein bisschen warten, so dass ich außerhalb der Sicht bleibe von der Ecke. Das war so meine Idee. Und falls sie halt ranpushen, gebe ich ihm einen. Und mir jetzt aber hier doch nicht entscheiden und habe gesehen, okay, der T-103 ist um die Ecke gefahren. Der macht niemanden auf. Dann dachte ich mir, okay, dann stelle ich mich halt dazu. Stellen wir uns schön dahin und aim die Ecke ab. Und wenn jemand rumkommt, bam, bam. So, da kommt jemand rum. Kaboom! 1100 weniger auf 50 TP. Und der hat dem T-103 sich eine gegeben, aber mir dafür nicht. Weil ich glaube ich als zweites aufgegangen bin. Oder er mich einfach nicht erwartet hat. Das Problem mit dem T-44 haben wir jetzt in der Mitte. Der schießt nämlich auf uns hier rüber. Was ein bisschen doof ist, deswegen ping ich ihn auch an, dass wir den eigentlich rausbrauchen. Und der T-103 zieht sich jetzt zurück, genauso wie ich. Also er hat, glaube ich, die gleiche Idee gehabt. Mit dem Überraschungsmoment schön einen fetten Bams mitgeben. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ganz nettes Teamplay. Also von der HP haben wir auch jedenfalls richtig positiv getradet. Ist halt ein bisschen blöd für ihn, dass er dann halt ein Drittel seiner HP direkt einbüßt. So, jetzt haben wir den 50 TP gegeben, der TNH pusht aber jetzt gerade weiter vor. Übrigens, wie immer, ihr seht das, was ich mir auch im Gefecht ungefähr angeguckt habe, also sozusagen meine Kameraaufzeichnung des Gefechts. Und jetzt bin ich ein bisschen hier am Warten, okay. Ich warte so drauf, dass sie eigentlich rumpushen wollen, dass sie gierig wären, dass sie jetzt mal mit dem T26 E5 eine geben wollen. Ich will nicht in die fahrenden Kanonen reinfahren, sondern ich denke mir jetzt so, okay. Die sehen nur, dass der T26 hier ist, also werden sie wahrscheinlich gleich gierig werden. Der traut sich nicht. Bei T26 ist dafür leider gleich raus. Oder fast raus. Jetzt nehme ich. Ne, der T103 ist raus. Entschuldigung. Aber jetzt werden sie gierig. Und kaboom! 800. Schmeckt. Schön im 9er 800 reingedrückt. Sehr, sehr angenehm. Der T26 ist aber noch nicht raus. Der steht hier vorne dran. Und wir haben aber gleich wieder nachgeladen. Und der TNH pusht einfach weiter. Und natürlich dann. Let's go. Kaboom. Und haben die Panzer auch nicht getroffen. Wir haben ja wirklich nur die Kette gezogen. Das war echt ein bisschen ungünstig. Aber hier kommt mein AMX 5020, der auf jeden Fall eine größere Bedrohung ist als wir eigentlich. Aber ja, dort die zwei Leute juckeln da irgendwie so komisch rum. Das heißt, der steht aber immer noch vor mir, der TNH. Dann haben wir jetzt noch einen dritten Versuch für den TNH. Diesmal setzt es aber wieder was. 769, ziemlich genau Average getroffen. Jetzt hat er noch 32 HP. Der IS-6 verzieht sich, der hat keinen Bock da drauf anscheinend. Und langsam müsste der 5020 wieder nachgeladen haben. Ich glaube, der hat einmal durchgedrückt und musste jetzt in den Reload. So, jetzt wollen wir den rausnehmen. Und gegen IS-6 müsste der 5020 jetzt wirklich nachgeladen haben. Also, wir haben ihn gerade so ein bisschen den gerettet. Sind bei 2300 Damage. Das ist eigentlich schon alles, was ich die Runde will. Also, drei Pen-Hits auf einer ISO reicht mir vollkommen aus, eigentlich. Um das getan zu haben, was ich will. Ich gucke jetzt gerade noch, ob ich das vom IS-6 abkriege oder im Zweifel, dass ich den AMX 5000 retten kann. Aber der macht das gerade ganz entspannt weg. Okay. Jetzt hat mir so, okay, wir haben hier einen AMX 5020, der keine HP mehr hat, der aber auch keine Panzerung hat. Vorwärts fahren, schlechte Idee. Und ich habe ja auch keine Sichtweite oder Mobilität. Vorwärts fahren, schlechte Idee. Deswegen pinge ich ihm das jetzt hier an und denke mir so, okay, dann muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich in der T44 nochmal Peak den da Mitte machen. Vielleicht, wenn ich Glück habe, aber der ist schon gerade runtergedroppt. Der ist gerade hinter unserem M4 und hinter unserem E75, aber die sind beide, glaube ich, ein bisschen getunnelt und kriegen das nicht mit. Jetzt bin ich so ein bisschen, will ich hier wirklich bloß auf einer Feld fahren.
Also an den T44 komme ich gerade nicht ran. Jetzt dachte ich, er fährt zurück. Dann, oh, komme ich vielleicht doch ran. Deswegen eigentlich setze ich ja ab, weil ich dachte, er fährt einfach weiter raus, weil er auch keine AP mehr hat. Vielleicht wollte er überleben. Aber er will anscheinend unbedingt den M4 nehmen. Und lässt sich jetzt dafür auch vom E75 töten. Das kann er nicht verhindern. Unser AMX-1520 ist leider weiter vorwärts gefahren. Ich glaube, er schießt gerade auf den E75 in der Mitte. Meine Vermutung. Und jetzt dachte ich mir, na gut, dann fährst du jetzt halt doch übers offene Gelände. Blöd, dass die Cobra gerade hier hochlugt. Hab ich ein bisschen Angst, dass sie einfach direkt rüberfährt und mich spottet. Was echt unangenehm wäre. Und da ist ein KN90 PT. An den komme ich sogar von hier aus ran. Aber ich sehe gerade, der fährt jetzt weiter zurück. Okay, blöd gelaufen. Heißt, wie fahre ich mal einfach in die Mitte? Ich versuche einfach mal einen guten Schuss zu kriegen. Vielleicht kann ich noch einen Blind machen und dann müssen wir halt weiter rüberfahren zu unserem Team. Und da schmeißt er einen Baum um. Ich darf schon mal wegnehmen. Der hat getroffen. Der hat schön reingesaftet. Hat er sich bestimmt auch anders gedacht. Da so ein Blindshot von der ISO zu fressen, ist auch für ein KN90 irgendwie, glaube ich, unangenehm. Ja, und jetzt ist so ein bisschen meine Idee, okay. Wir sind, haben ja zwar die Seite eigentlich gewonnen, aber durch das Weiterfahren haben wir hier keine Unterstützung mehr. Also zurück zum Team. Auf geht's. Teamplay ist angesagt. Jetzt habe ich kurz nicht mitgekriegt, dass hinter mir ein T26 aufgeht. Der mir dafür auch erstmal schön das Ammo-Rack zieht. Und ich irgendwie jetzt hier rumgurke. Der CS-59 gibt mir aber dafür ein bisschen Deckung jetzt. Der drückt sozusagen, sorgt dafür, dass er zumindest keinen zweiten Schuss reinkriegt. Echt unangenehm. Also das ist links oben, ne, links in die Ecke getroffen. Das ist ein schönes Ammo-Rack bei der ISU. Jetzt war ich ein bisschen unentschlossen, wo ich hier genau hinfahren sollte. Ob ich erst ganz hinter das Cap fahre. Hab ja gesehen, dass der E75 mich da aufmachen würde wahrscheinlich. Und auf sie warte. Oder ob ich jetzt irgendwie in der Mitte versuche hier rum zu cruisen. Aber ich habe mit der ISU schon ein paar Mal so einen Spielstil an den Tag gelegt, wo ich einfach sage, okay, fuck it, wenn ich 400 von einem Heavy nehme, ist es immer noch okay, wenn ich dafür 750 ihm zurückgeben kann. Von daher gehen wir brawlen. Und so ein bisschen ist es meine Idee auch. Allerdings ist der Cobra ein bisschen unglücklich runtergeplumpscht, sagen wir mal. Und jetzt kommen wir hier mit einem gierigen E75. Und kaboom! E75 weniger. Guck mal einer an. Damit hat der CS noch überlebt und wir haben einen Kill mehr. Sind inzwischen bei fast 3000 Schaden, beziehungsweise mit dem Blindshot bei ungefähr 3500. Und der STA-2 zieht sich zurück und langsam ist so ein bisschen mitpushen für mich dran. Unser E75 hat noch ziemlich viel HP, deswegen dachte ich mir, okay, ich stelle mich mal hier in die Mitte, wenn hier einer hochlugt und irgendwie die Mitte angehen will, aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich den hoffentlich aufspotten. Und denke mir, oh, hier ist ja das. Und denke mir, oh, oh, währenddessen der STA rechts von uns pusht auch weiter. Gegen den CDA können wir aber gerade nicht helfen, weil dort ein T26 steht, den wir eigentlich echt dringend Hilfe bräuchten. Wenn der hier Haldon gegen uns steht, ist es nahezu unmöglich, den rauszunehmen. Und der KN90 steht auch noch direkt vor uns. Den haben wir übrigens, da sieht man schön, was wir ihm gegeben haben. Ja, der T26 gibt uns noch einen. Sehr, sehr unangenehm. Aber wir sehen, wir haben ein grünes Pünktchen. Wir haben ein grünes Pünktchen oben auf seiner Luke. Und das grüne Pünktchen treffen wir auch. Finde ich ein bisschen frech. Aber da sieht man die Zielführung working. Aber ich glaube, der E75 kann den KN90 ziemlich easy zerlegen. Bei mir muss ich jetzt einfach nur noch drauf jodeln. Ich will nochmal irgendwie vielleicht irgendwo einen Schuss machen. Gegen den KN90-Turm mache ich das, glaube ich, nicht. Beim SD1, SD2 habe ich irgendwie verpeilt, wo er steht. Ich dachte jetzt, okay, dann kriege ich mir hier die Lower Plate holen, aber nope. Da ist der E75 schneller gewesen. Aber wir sind trotzdem aktuell bei über 4K. So, jetzt habe ich gedacht, dass der SD2 vielleicht rumgefahren kommt. Oder dass der LHM, inzwischen hat man ganz weit nicht gespottet, dort oben drin steht. Und der SDR2 kam rum, ich war leider nicht geduldig genug, sonst hätte ich ihn noch schön eine reinzimmern können. Und inzwischen haben wir den LHM auch wieder, okay, der SDR2 ist also solo unterwegs. Ich bin leider ein One-Shot für ihn, deswegen kann ich nicht rumfahren und den Schuss geben. Das wäre sehr juicy gewesen. Und der E75 nimmt den Schuss leider auch nicht. Ich dachte, der E75 fährt einfach rum, nimmt sich den Schuss. Macht er jetzt auch, aber da ist der Schutzwagen schon hinter ihm. Ich dachte, er macht das ein bisschen schneller, dass ich da noch ein bisschen rumfahren kann und Damage abholen. Jetzt der LHM wird halt von Udis und STA1 rausgenommen. Ja, also leider am Ende haben wir ein bisschen ungeduldig gespielt und dadurch nichts mehr gekriegt, beziehungsweise haben ein bisschen wenig HP. Bisschen zu ungeduldig die HP verschenkt und dann konnten wir uns da keinen Schuss mehr tanken, um noch mehr Damage zu machen.
Bisschen ungünstig, aber insgesamt trotzdem eine richtig geile Runde auf der ISU. Und ich würde behaupten, liegt auch ein bisschen an mir, dass wir die hier dann doch gewonnen haben, weil wir waren eigentlich hart im Nachteil auf der Seite, wo wir am Anfang waren im Norden. Ja, aber die haben halt eine ISO ignoriert und wenn man da zwei, drei Schüsse mal reinsimmeln kann in so Heavys in die Seite, ist es sehr angenehm, sehr, sehr lecker. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss, bis bald.